In diesem Video spalten sich jetzt die Gemeinden in zwei Hälften, einmal pro und einmal contra. Und zwar pro Lamm und contra Lamm. In diesem Video möchte ich euch gerne die saftigste Lammkeule aller Zeiten zeigen. Was ich doch für Zutaten benutzt habe und wie das Ganze funktioniert, ihr wisst das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei! Bevor wir allerdings zu den nächsten Zutaten oder den generellen Zutaten kommen, habe ich jetzt hier die Lammkeule in Backpapier eingepackt. Warum in Backpapier? Das ist jetzt ein Neuseeland-Rind, das heißt, es ist im Vakuum gereift. Ich habe den Reifeprozess quasi unterbrochen, indem ich den 2 Tage vorher aus dem Vakuumbeutel rausgenommen habe und jetzt hier im Backpapier eingewickelt habe. Warum mache ich das? Und zwar mache ich das insofern, dass das Fleisch quasi im Kühlschrank auf dem Gitter nochmal nachzieht. Auf meinem Blog auf tobiasgrillt.de habe ich euch da nochmal genauestens die Informationen untergeschrieben, was das Ganze bewirkt. Aber wir gucken uns jetzt erstmal die anderen Zutaten an. So, von den Zutaten her haben wir jetzt hier vorne ein bisschen frischen Knoblauch liegen. Hier hinten, klar, Hauptdarsteller, die Lammkeule schön ausgepackt. Vorne ein bisschen Rosmarin und das Garn, das habe ich nicht umsonst hier liegen. Da machen wir nämlich gleich einen Pinsel raus, gleich aber mehr. Und sehr gutes Olivenöl. Bevor wir alles andere bearbeiten, bauen wir uns jetzt erstmal einen Pinsel. Das heißt, wir suchen uns jetzt hier vom Rosmarin einfach so ungefähr gleich lange Stängel raus. Da haben wir einen. Ich drehe das schon mal in die richtige Richtung, dass alle Stängel in die gleichen Richtung zeigen. Ja, hier ist noch einer, genau. Hier habe ich auch noch einen. Ja, der ist zu klein. Ja, und zwar brauchen wir eh bald, also später nur den vorderen Bereich. Jetzt nehme ich mir einfach den Garn und wickel das hier einmal bzw. mehrere Male drumherum und binde das gleich fest. Hier hinten lasse ich so ein kleines Stückchen überstehen, damit ich das gleich zusammenknoten kann. Genau, jetzt nehme ich mir den nächsten Faden. Und wickel das hier weiter rum. Dann heißt es einfach gleich nur zusammenknoten und dann haben wir hier so einen Pinsel. Und was wir mit dem Pinsel machen, erkläre ich euch gleich. Ihr seht jetzt hier einen kleinen Knoblauchzehe hier liegen. Einfach nur einmal kurz anbrechen. Zack, das reicht schon. Hinten das Harte abschneiden. Vorne die Spitze auch abschneiden und dann einfach pellen und das dann einmal halbieren. So in etwa. Und dann sind wir noch nicht fertig, denn dann nehme ich nämlich jetzt hier noch einmal so einen, ich sage jetzt mal Rosmarinzweig, nehme die Rückseite vom Messer und breche im Prinzip die Oberfläche von den Nadeln, dass da die ätherischen Öle rauskommen, schneide das ein bis zweimal durch und das wandert jetzt hier, einfach hier reinmachen, so ungefähr, dann den Knoblauch auch mit reinmachen. Und jetzt heißt es einfach nur mit Olivenöl aufgießen. Und zwar nicht wenig, sondern ich sage jetzt mal, dass der Boden und die Zutaten da drin schön bedeckt sind. Wir kitzeln dadurch nämlich gleich die ätherischen Öle sowohl aus dem Knoblauch als auch aus dem Rosmarin raus. Das Ganze würzen wir mit einem bisschen, aber wirklich nur ein bisschen Salz. Und lassen das dann gleich erstmal stehen, denn damit geht es gleich am Grill weiter. Rosmarin ist ja nicht nur für Gin geeignet, auch für, ja, ich sag jetzt mal, Zutaten in sämtlichen Gerichten. Ich liebe es, wenn die ätherischen Öle halt wirklich herauskommen und das verleiht dem Ganzen nicht so, so eine Art mediterranen Touch, sondern eher, ja, wie soll ich sagen, einfach so einen abgerundeten Geschmack. Der Rosmarin spielt nicht nur im Olivenöl eine besondere Rolle, sondern auch im Fleisch. Hier vorne liegen jetzt schon klein geschnittene Knoblauchstücke, die können ungefähr, ja, ich sage jetzt mal so groß sein, spielen auch gleich eine wichtige Rolle, aber der Rosmarin selbst einfach jetzt hier von der Spitze her mehrere kleine, ich sage jetzt mal solche kleinen Stücke abschneiden und damit geht es gleich am Fleisch weiter. So, zur Keule selbst, die muss natürlich auch gleich noch pariert werden. Das ist jetzt, wie gesagt, eine Keule aus Neuseeland und hier, ja,
spalten sich die Geister, denn der eine mag halt Lamm, der andere halt wiederum nicht. Ich kann nur den Tipp geben, guck nach guter Qualität, denn die Qualität macht halt wirklich das aus, was es dann im Endeffekt nachher auf eurem Teller liegt. Denn daran steht und fällt nämlich der Geschmack. Das heißt, wenn ihr wirklich eine sehr, sehr gute Qualität von der Lammkeule habt oder generell vom Lamm habt, dann werdet ihr auch Lamm mögen tatsächlich. Ne? Aber wir parieren das jetzt erstmal. Hier oben haben wir jetzt so etwas dicklichere Stücke. Die trennen wir tatsächlich einfach jetzt hier mit einem scharfen Messer. Okay, hätte ich jetzt eigentlich auch ein anderes Messer nehmen können. Festhalten, hochziehen und dann ganz langsam unten drunter herschneiden. Und wie ihr dann sehen könnt, ihr habt kaum bis gar kein Fleisch mitgezogen. Aber jetzt habt ihr das hier dann halt so weggemacht. Hier vorne ist jetzt eine etwas dicklichere Haut, also diese hier. Wenn ich die abpariere, haben wir ein Problem. Dann zerfällt nämlich die Keule an sich. Und da das ja später auf der Rotisserie sein oder draufkommen soll, brauchen wir diese Stabilität, die hier vorne drin ist. Was wir lediglich machen, und zwar, wir nehmen ein scharfes Messer und versuchen, ihr seht, wie störrisch das ist, hier so ein bisschen einzuritzen. Na, nicht viel, dass das an einigen Stellen zwar ans Fleisch gekommen ist, diese Ritzerei, aber auch nicht wirklich tief. So, ihr seht nämlich jetzt hier schon, wie das Fleisch hier auseinandergehen will, aber trotzdem noch den Halt von oben von der Haut sucht. Zack, hier auch noch ein bisschen, genau, und hier auch. So, und jetzt kommen wir zu unserem Knoblauch-Rosmarin-Gemisch. Da, wo das Fleisch jetzt schon zu sehen ist, machen wir eine kleine Tasche. Das heißt, wir schneiden jetzt hier so ein kleines Loch rein, so dass da ungefähr der kleine Finger reinkommt. Genau. Dann nehmen wir ein Stück Knoblauch, stecken den Knoblauch da rein, so dass er komplett verschwunden ist, und nehmen uns dann so ein bisschen Rosmarin, den wir ja vorhin klein geschnitten haben, und stecken den mit da rein. Das gibt nachher wirklich eine Geschmacksexplosion. Das ist wirklich der Knaller. Das heißt, Rosmarin-Knoblauch ist im Fleisch drin und dreht sich gleich im eigenen Saft. Ich mache das jetzt erstmal weiter und dann zeige ich euch das Endresultat. Alles schön besteckt, wie ihr das sehen könnt. Und jetzt einfach ein bisschen Olivenöl nehmen. Ja, sollte schon reichen. Dann die Hände und alles richtig schön einreiben. Das mache ich zum einen, dass wir jetzt so eine Art, ja, ich sage jetzt mal Haftgrund haben. Für ein wenig Salz und Pfeffer. Und das war es nämlich auch schon an Gewürzen, die da halt wirklich drankommen. Das heißt, wir wollen in dem Fall wirklich nur den Rosmarin, das Knoblauch und natürlich den Eigengeschmack, in dem Fall das Lamm, halt wirklich hervorheben. Jetzt einfach, wie gesagt, ein bisschen Salz, Pfeffer obendrauf und dann war es das schon. Damit es auch wirklich richtig schön saftig bleibt, müsst ihr folgendermaßen vorgehen. Und zwar die Sachen aufspießen. Auf dem Spieß ist halt generell eigentlich wirklich alles besser. Ich meine, klar, ihr könnt es halt auch im Bräter machen und abgedeckt und dann dämpft es halt wirklich. Aber wenn der eigene Saft sich immer wieder im eigenen Fleisch halt wirklich dreht, verliert ihr zum einen nicht den Eigengeschmack und zum anderen bleibt es halt wirklich super, super saftig. Jetzt heißt es, die Lammkeule aufspießen. Hier drin verläuft jetzt der Knochen. Und da müssen wir jetzt versuchen, dran vorbeizukommen. Und zwar mittels, ja, dieser Stange. Ihr wisst ja, ungefähr hier ist der Knochen und da versuchen wir jetzt halt wirklich dran vorbeizustechen. Ich gehe jetzt hier am Knochen entlang und halte hier hinten diesen Lappen, der ist jetzt halt hier so nach hinten geklappt. Den klappe ich jetzt nach vorne, damit wir dadurch gleich Halt bekommen. Einfach den Spieß einfach so durch und zack, da bin ich vorne raus. Schieb den jetzt ungefähr mittig und jetzt kommen auch schon die Krallen zum Einsatz. Einfach die Krallen jetzt so nehmen. So, jetzt halten wir das Ganze als Päckchen zusammen. Also sprich hier unten, hier oben. Und drücke das Ganze mit den Spießen, so wie ihr das da an der Seite sehen könnt, einfach so fest wie es geht rein. So, zack. Und drehe das halt schon mal halb fest, damit ich gleich oben am Grill noch so ein bisschen spielen kann. Und mache das hier auf der Seite auch noch. Zur Einstellung vom Grill selber, ich habe den linken Brenner und den rechten Brenner jeweils auf die Hälfte gedreht. Schließe jetzt den Deckel und starte jetzt die Rotisserie. Das Ganze braucht jetzt so circa anderthalb
bis ein Dreiviertelstunde ungefähr. Das heißt, wir sind jetzt bei mittlerer indirekter Hitze von 160 Grad und da lassen wir das Ganze drauf. Na klar, werde ich das Ganze auch per Thermometer überwachen. Hier meine Bitte an euch, überschreitet bitte nicht die 72 Grad bei Lamm, denn dann fängt es halt wirklich an, trocken zu werden. Wir lassen das Ganze jetzt da drin drehen und gucken uns gleich das Ergebnis an. Es ist jetzt eine gute Stunde rum und jetzt kommt die Tasse mit ins Spiel. Denn wie ihr sehen könnt, da drin liegt jetzt Rosmarin, Knoblauch und. Hat sich jetzt schön beruhigt und das Öl riecht auch sehr, sehr gut. Und damit machen wir jetzt Folgendes. Und zwar, wir öffnen jetzt einmal den Grill und dann nehmen wir einfach dieses Öl und pinseln das jetzt einmal so komplett ein, dass das so einmal drumherum ist. Und dann stellen wir einfach das Öl hier unten in die Aluschale rein und erwärmen es dadurch ein bisschen. Wir lassen das auch ruhig bei der Temperatur, denn die ätherischen Öle sollen ja halt noch mehr rauskommen. So, das sollte jetzt reichen und ich stelle jetzt, wie gesagt, die Tasse da unten rein und dann lassen wir das Ganze jetzt noch mal für eine halbe Stunde bei gleicher Temperatur gut anschmoren. So, mein Thermometer hat vorhin gesagt, dass es jetzt fertig ist. Wir schauen mal nach. Boah, sieht das gut aus. Wenn ihr das riechen könntet, das ist echt der Knaller. Ich mache jetzt noch ein, zwei Bilder und dann nehme ich es runter und dann können wir das zusammen anschneiden. Schneiden wir das mal zusammen an. Und zwar die erste Schicht hier. Boah, das ist wie Butter. Schaut euch mal an, wie saftig das ist. Das lässt sich wirklich saugut runterschneiden. Und hier seht ihr dann auch die Knoblauchstücke und die Rosmarinstücke einfach mit runterschneiden. Und dann heißt es gleich probieren. Ich habe mir ein Stückchen abgeschnitten und... Einfach hervorragend. Wirklich schön saftig. Also es ist wirklich das saftigste Lamm, was ich je hatte bisher. Rosmarin kommt richtig, richtig gut durch. Okay, Knoblauch ist natürlich auch drin, müssen wir uns rein vormachen. Und die Pfeffernote vom Salz und Pfeffer ist halt wirklich da und unterstreicht halt wirklich den Lammgeschmack, welcher nicht so penetrant ist. Ich nehme jetzt hier einfach nur noch mal ein Stück. Und bevor ich mir das in den Mund schiebe, ihr wisst Bescheid, unten alles in der Infobox stehen alle Informationen. Rezept auf tobiasgrill.de, da könnt ihr wie immer nachschauen. Und ich würde sagen, bis dahin.